kreuz und quer und mittendurch. So manch ein Radfahrer sucht sich seinen Weg, wie es ihm passt, auch wenn es dafür schon mal über den Gehweg geht. So etwas ist Hans-Peter Scherbaum aus Frankfurt zum Verhängnis geworden. Also ich wollte die Straße überqueren, habe das letztendlich auch getan, bin auf den Bürgersteig und dann kam von der Straße ein Radfahrer angeradelt mit einem sehr hohen Tempo, fuhr auf den Bürgersteig und hat mich dann angerempelt. Der 61-Jährige geht zu Boden, verletzt sich am Arm. Ja, hat sich dann entschuldigt und letztendlich endete es dann aber in einer kleinen Streiterei, weil er nicht einsehen wollte, dass er den Bürgersteig nicht benutzen sollte und hat dann angefangen zu schimpfen, wild zu gestikulieren und ist dann irgendwann auch sang- und klanglos weggefahren. Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Fußgängern kommen immer wieder vor, vor allem wenn die Zweiräder auf Gehwege ausweichen, aus verschiedenen Gründen, wie uns Bernd Ehrgang vom Bund der Fußgänger sagt. Die Radler fahren doch vermehrt auf Gehwegen, weil es einfacher ist, weil es näher liegt und vor allen Dingen für sie ungefährlicher als zum Beispiel auf so einem Radfahrstreifen, wie er da drüben ist. Der ist recht schmal von der Straße abgeteilt. Wenn da ein LKW kommt, dann wird es schon eng für den Radler. Brenzlige Situationen sind so vorprogrammiert. Fast jeder kennt die Problematik. Manchmal fährt man zu eng vorbei und dann fühlt sich einer gestört oder so. Die wollen immer Recht haben, obwohl nicht in Recht sind. Die Fußgänger. Der Fahrradfahrer, nicht Fußgänger. Die Autofahrer, die passen auf alle anderen überhaupt nicht auf. Die Radfahrer passen auf die Autofahrer auf, aber nicht auf die Fußgänger. Und die Fußgänger sind halt das schwächste Glied in der Kette. Und dann im Zweifel liegt der Fußgänger auf der Nase, ne? Das ist ja klar. Auf jeden Fall fahren ja die Radfahrer, oder nicht die Radfahrer, sondern schon einige ziemlich dicht an einem vorbei auf so einem Fußgängerweg. Und auch ziemlich schnell, sodass sie auf keinen Fall bremsbereit sind. Und das ist natürlich schon sehr schade, weil das macht das Miteinander sehr schwierig. Es passiert oft, dass die Leute nicht aufpassen, wohin sie laufen. Und wenn jemand schnell auf die Straße fährt, man muss schnell bremsen und ausweichen. Ja, schon mal kritisch. In der Corona-Krise hat die Zahl der Fahrräder auf den Straßen zugenommen. Fast 10% mehr Zweiräder wurden im ersten Halbjahr 2020 verkauft als im Vorjahr. Wohlgemerkt, die meisten Radfahrer fahren rücksichtsvoll, doch Zwischenfälle sind schwierig zu vermeiden. Aber beide Seiten sind an einem friedlichen Miteinander interessiert. Gelassenheit, Rücksicht, das Verständnis füreinander. Mehr Fahrradwege, beziehungsweise dass sich die Radfahrer auch an die Straßenverkehrsordnung halten, rote Ampeln respektieren und die Bürgersteige auch als Fußweg lassen. Hans-Peter Scherbaum hat seinen Zusammenstoß nicht bei der Polizei angezeigt. Mangels Identität des Radfahrers sähe er keinen großen Erfolg darin. Aber der Vorfall hat sich bei ihm eingeprägt. Wenn ich aus dem Haus gehe, gucke ich, nachdem ich den Hof verlassen habe, links und rechts und schaue, ob ein Fahrradfahrer vorbeifährt. Und damit ich ungeschoren davonkomme und damit mir niemand dann den Kopf abrasiert. Also es ist schon streckenweise hängen geblieben, was da passiert ist. Trotzdem hat der Frankfurter grundsätzlich kein Problem mit Radfahrern. Im Gegenteil. Ich finde, das ist eine wunderbare, positive Sache, wenn viele Leute auf Fahrräder umsteigen. Ich befürworte das ausdrücklich. Bin aber wirklich dafür, dass jeder seinen Raum benutzt, der ihm auch zugewiesen wurde. Und das heißt, Fahrradwege nutzen und nicht auf Gehwegen fahren.